Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei einem neuen Projekt bei Let's Play Assassin's Creed Unity mit mir im Persian LP. Ja, Singleplayer-Spiel auf meinem Channel, das gab's ja ewig nicht, genauso ist es. Aber ich dachte mir einfach, während ich meine Online-Spiele, Multiplayer-Spiele, FIFA-Sportspiele und so weiter Let's Play, werde ich im Hintergrund ganz still und heimlich immer wieder Singleplayer-Spiele aufnehmen und sie erst dann hochladen, wenn das ganze Projekt schon beendet ist. Das gibt euch einfach die Garantie, dass jeden Tag ein Part kommen kann und dass das Spiel auch Let's Played, also beendet wird. Und wir starten einfach die schöne Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wo wir da sind. Ich hoffe, weil das irgendwie, ich wollte, hab's ein bisschen angezockt wegen dem Ton und so weiter. Und weiß jetzt nicht, wo es stehen bleibt. Also auf jeden Fall sind wir irgendwo im Intro, jetzt nicht irgendwie im Hauptspiel, wo man diesen Templer spielt. Ja, genau. Geht schneller vor als erwartet. Sind andere Finger im Spiel. Wir spielen eben diesen Templer und müssen jetzt Assassinen jagen gehen. Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Wir erleben den Morgen nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister, geht! Okay, dann laufen wir mal. Und töten. Diesmal nicht im Assassinen-Stil, sondern im Templer-Stil. Wir spielen das Ganze übrigens auf Ultra. Also die höchsten Spieleinstellungen, die es gibt. Ich muss irgendwie hinein. Ach, das schaffst du schon. Sollen wir den noch töten? Anscheinend schon. Der hatte einfach Pech, dass der so uns nochmal über den Weg gelaufen ist. Hier durch wahrscheinlich. Oh. Okay. Der hat jetzt ein Bad genommen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß, hier darf man nur nicht zu schnell laufen. Sonst fällt man ziemlich schnell. Bams, bams, bams. Hier hoch. Hey, 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 hey. Irgendwo runter. Da kommt doch wieder ein Assassine. Hey, 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 hey. Das Buch, das gehört mir. Du hast keinen Büchereiausweis. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Heilige Scheiße, war das knapp. Der Heutrick, der übliche. Bisschen Angst. So blockiert. Hey, komm zurück. So. Nee, ich bin nur geblendet. Lauf, mein Freund. Dieser Rauch, der war gesund. Der pusht dich. Komm. Ah, wurde er wieder ein bisschen aufgehalten. Aua, das hat nicht so funktioniert mit dem Ausweichen. Aber was hat denn der für ein Special Sword da? Wie das nicht beeindruckt, dass er da einen Blitz losgelassen hat. Hat er einfach so gemacht. Ganz normal. Ganz herkömmliche Art.
Bin ein bisschen verschnupft, falls ihr das hört. So, werden wir das Schwert nochmal sehen in diesem Spiel, in diesem Let's Play? Hauptsache, das Buch und das Schwert sind gerettet, 7 Jahre später. Papst Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass mal Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahlreichen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16 B13 I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Okay, wie auch immer. Wir durchforsten auf jeden Fall wieder unsere Generinnerungen. So wie es schon bei Assassin's Creed 1 angefangen hat mit Desmond. Desmond stirbt natürlich bei Assassin's Creed 3, wenn mich nicht alles täuscht. Versailles, 27. Dezember 1776. Lecker Schmecker. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Ach, das darf man doch so einem kleinen Jungen nicht sagen. Thank you.
dann laufen wir mal der jungen Dame hinterher. Zu langsam. Nein, nein, nein. Ich bin doch schon auf dem Weg. Guard, attrapez-le. Wartet nur, bis die Wache hier ist. Schneller, schneller. Allez. Oh, die ist ja viel schneller als ich. Das ist unfair. Ohne Nike-Schuhe. Ich wette, du klaust keinen. Muss ich das machen? Hey du, ich will das nicht klauen. Nun gut, ich muss es anscheinend machen. Die, leg ihn zurück. Ja. Kann ich hier rein? Hab mich schon versteckt. Haha. Und wie ich ihn gestohlen habe. Biatsch. Halt! Ah. Du! Du suchst mich. Hey! Ich dachte, wir wären für alle da. Muss ich jetzt wieder einen stehlen? Oh. Leg ihn zurück! Ja, ich kenne mich schon aus. Nicht für Gesindel wie dich. Leg das sofort weg! Hab ich dich! Verdammt, was zum Teufel geht hier vor? Ja, so sieht's aus. So, jetzt hat sich das wieder geöffnet. Aber warum war denn der vorher hier? Das verstehe ich nicht ganz. Der ist ja gar nicht vorbeigekommen. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Wenn so viele Wachen dorthin laufen, ist das gar nicht gut. Aber mal schauen. Mal schauen, was hier passiert ist. Eine Menschenmasse. Ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Elise. Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kind. Sofort. Vater? Das ist er doch, oder? Puh, tatsächlich. Komm mit, Junge. Arnaud. Sieh mich an. Récollet-Bezirke.
13 Jahre später. Kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Oh nein, die toucht du nicht an. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Diable. Ich mach schon, Victor. So, die nächste Hetzjagd. Diesmal 13 Jahre später. Pardon, Madame. Oh, es ist schon ganz fix, wie es hier geht. Meine Herren, bitte. Wir können doch über alles reden. Na komm. Bitte entschuldigt, der ist noch nicht stubenrein. Kann der so schnell sein? Oh. Boah, wie viele Leute hier sind. Ein tummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal. Nein. Komm zurück. Was für mal. Hinterher. Der Kerl ist ich würde mal sagen, wir laufen hier hoch. Braucht ihr eine Pause? Das ist schon anonym genug hier. Wollte gerade sagen, ich denke nicht, dass sie uns hier finden. Und was für ein Zufall, dass das nächste Anwesen gleich in der Nähe ist. Nämlich genau hier. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welche Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Maréchaussee auf mein Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal? Das siebte? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. So, das machen wir natürlich weiter. Aber erst beim nächsten Mal, ich sage wie immer, danke fürs Zusehen, euer Patian LP. Tschü, Leute.